Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ja, und wir kommen wieder bei Sehanda, Deutsche Wälder. Und zwar sind wir wieder in Hirschfelden unterwegs und ich habe mir jetzt heute gedacht, ich nehme mal die Wettbewerbe an. Folgender Wettbewerb läuft: einmal Rehwild, also das mit dem höchsten Score gewinnt, wenn ich von einem Baumsitz aus, von einem Hochsitz aus, von einem Tarnzelt aus oder von dem kleinen mobilen Hochsitz aus schieße. Dann Wildschweinjagd, die drei mit dem höchsten Score gewinnen. Also die werden, da wird dann Zufallswert oder ein Zwischenwert ausgerechnet und so komme ich dann in die Liste. Und dann ein Hirsch, sprich die drei schwersten Hirsche oder die mit dem höchsten Score werden mit in den Wettbewerb mit eingenommen und wir versuchen natürlich unser Bestes. Und das kann dafür dann auch mal dauern. So. Und ich sehe gerade, jetzt muss ich erstmal schauen, was machen wir mal. Sollen wir heute mal. Nein, machen wir nicht. Wir bleiben bei unserem Spiel, so wie es wir bisher haben. Okay, dann mal weiter. Gehen wir mal rein. Wir machen natürlich dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Hier am Fluss. Da steht unser Zelt, das bauen wir jetzt natürlich dann gleich ab und laufen einmal den kompletten Fluss entlang. So, jetzt wollen wir noch mal gucken, ob ich wirklich alles habe, ne, dass ich irgendwas vergessen habe. Da dam, dam, dam und Hirsch. Gut, da habe ich alles. Jawohl. Gut. Dann können wir eigentlich unser Zelt abbauen. Ja, muss noch ein bisschen warten. So, dann gehen wir mal in die Hocke. Jawohl. Gut. Dann unsere Anschütz gleich mal laden. Da werde ich mit dem nächsten die andere holen, die 308er Anschütz, und dann mal mit der auf die Jagd gehen. Bogen ist klar, mit dem, das ist momentan unsere Hauptwaffe. So, dann würde ich mich ja freuen, wenn wir heute mal, also von jedem Tier mindestens drei kriegen. Männlich natürlich, außer beim Wildschwein, da zählt glaube ich weiblich und männlich, und beim Hirsch, da zählt glaube ich nur der männliche. Ja, wir laufen jetzt einfach mal den kompletten See entlang und einfach mal schauen, was passiert, was wir so kriegen. Das heißt den See, den Fluss bis hoch zum See, weil ich möchte, also hier oben soll unser Ziel heute sein, wenn es hinhaut. Halt, ich muss erst noch meinen menschlichen Gestand umwandeln. So. Ja, Leute, und dann habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Und zwar, es gibt ein deutsches Forum. Wie heißt es jetzt? TheHunterMate.de, glaube ich, oder so ungefähr. Nein, sag's euch, ich schreibe es euch in die Beschreibung. Wenn ihr fleißig hier mitschaut und wenn ihr fleißig auch selber zockt, dann meldet euch, wenn ihr noch nicht angemeldet seid, dort im Forum an. Denn Sehanda an sich oder Rondomedia und so weiter macht halt wenig Werbung für das Spiel. Und deswegen ist hier auch noch nicht allzu viel los. Und je größer die Community ist, desto mehr Möglichkeiten gibt es natürlich. Ich möchte da jetzt halt irgendwie Werbung machen und euch dazu zwingen, aber das Forum ist natürlich immer gut, weil in Foren kann man sich wirklich gut austauschen. Okay, da haben wir unseren ersten, das erste Rehchen und das werden wir jetzt gleich mal suchen. Ich glaube, wir stellen jetzt hier halt, das ist das Zelt, das brauchen wir natürlich nicht. Wir stellen jetzt uns den schon mal hier auf. So, mal schauen, hier haben wir und schauen mal, was da kommen mag. So. Einfach mal abwarten, ein bisschen. Hoffen, dass es ein Bock ist.
Also die Rehe müssen von einem Hochsitz-Tarnzelt oder was auch immer ausgeschossen werden. Die dürfen nicht einfach so. Jetzt bei dem Wettbewerb und deswegen habe ich das jetzt aufgestellt und jetzt warten wir einfach mal. Ruf noch mal. Okay. Der aus dieser Richtung dann kommen. Mal schauen, wo die 20 Meter Marke ist. Okay, der muss relativ weit raus hier. Okay, gut. Werden wir gleich mal wieder ändern. Nehmen wir den Hirsch nach oben. Okay, er kommt schon näher. Er kommt schon näher. Oder das Reh kommt schon näher. Wir wissen ja nicht, ob es ein Er oder ein Sie ist. Sind wir jetzt gespannt.
Ja, wo seid ihr? Kann sich nur noch um Minuten handeln. Nur ich hätte eine Zeit nehmen sollen, ich hätte vielleicht weiter oben auf der Lichtung mein Tripoli oder wie das heißt aufstellen sollen. Also meinen mobilen Hochsitz. Okay, es ist da. Na, wo ist es denn? Ich glaube, doch, ne, hier kommt was. Ja, ist aber nur ein Reh. Schade, schade, schade. Wechseln. Okay, ist verdammt langsam.